3:0 hat der VfB Stuttgart sein erstes Heimspiel nach der Winterpause gegen den 1. FC Heidenheim gewonnen. 3:0 hieß es auch am Samstag gegen Erzgebirge Aue. Es war auch diesmal kein Fußballfest, was erfreulicherweise auch niemand behauptet hat. Aber es ist ein deutlicher Fortschritt gegenüber der Vorrunde zu beobachten. Denn der VfB schafft es, Spiele frühzeitig zu entscheiden. Er schafft es, dem Gegner das Gefühl zu vermitteln, dass nichts zu holen ist. Ja, 5 Spiele hat der VfB jetzt gewonnen im eigenen Stadion in Folge. Die Bilanz von des neuen Trainers Pellegrino Matarazzo, der nicht so lange dabei ist, lässt sich sehen. 2 Heimspiele, dazu das zugegebenermaßen nicht so gute Spiel in Pauli, wo sie aber immer in den Rückstand aufgeholt haben, und die Partie in Leverkusen, das Pokalspiel, als der VfB eine sehr, sehr gute Reaktion gezeigt hat nach dem 2:0 und mit den jungen Spielern wirklich, wirklich auch eine gute Leistung geboten hat. Deshalb, der VfB ist im Soll. Sven Mislintat sagt, er hätte das sofort unterschrieben. Diese Bilanz, die der VfB jetzt hat nach der Winterpause, Pellegrino Matarazzo kann sich bestätigt fühlen mit seiner Art des Spiels, die nicht mehr so spektakulär ist, nicht mehr so wild, nicht mehr ganz so offensiv, dafür aber sehr, sehr strukturiert und mit einem ganz klaren Plan, ja, der darauf beruht, eben Spiele sicher zu gewinnen. Vielleicht hätten sich manche Zuschauer oder auch ich gestern in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr gewünscht, aber es ging darum, zu Null zu spielen und den Sieg nach Hause zu fahren. Es gibt jetzt, VfB hat jetzt nach den 2 englischen Wochen ein paar Tage länger Zeit, sich vorzubereiten. Der Trainer hat der Mannschaft 2 freie Tage gegeben. Erst am nächsten Montag geht es gegen VfL Bochum weiter. VfB ist immer noch Dritter, sprich, es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt in Euphorie zu verfallen und zu sagen, wir haben es jetzt geschafft, jetzt läuft alles von alleine. Den Grund, sollten sie nicht machen, werden sie vermutlich auch nicht machen. Aber man kann konstatieren, dass der VfB auf Kurs ist. Und wenn sie so weitermachen, habe ich persönlich zumindest keinen allzu großen Zweifel daran, dass der VfB auf direktem Wege in die Bundesliga aufsteigt.